Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Blumenfreunde, liebe Pfingstrosenfreunde, meine lieben YouTuber. Ganz herzlich willkommen im neuen Video. Ich verstecke mich mal in den Pfingstrosen. Ich bade in Pfingstrosen sozusagen und ich liebe dieses Bad. Es ist herrlich. Und ich zeige euch heute einen Strauß mit Pfingstrosen, der zum Hochzeitstag sein soll für eine Pfingstrosenfreundin. Ja, und dann nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für diese wunderschönen Blüten an Don Peoni. Ich bekomme meine Pfingstrosen aus Unterfranken vom Holzeckerhof. Und die haben Pfingstrosenexpertise seit 2003 und haben wirklich seit Jahren, Jahren, Jahren schon ganz viel gemacht mit Pfingstrosen. Und ich blende euch mal ein ganz tolles Video ein. Warum diese Pfingstrosen? Es gibt ja ganz viele, viele Videos auf dem Kanal Don Peoni, in dem die zeigen, wie sie es zum Beispiel machen, dass die Pfingstrosen so tolle große Köpfe bekommen. Ja, das ist auch, habe ich in einem der letzten Videos auch mal mit eingeblendet. Und jetzt zeige ich euch mal was. Das ist, warum die wenig Chemie nehmen und einfach schlicht und ergreifend tatsächlich auch Unkraut wirklich von Hand wegmachen. Und so ein Gerät habe ich mir nämlich auch gekauft. Das ist auch hochinteressant. Ich habe nämlich bei unserem Haus haben wir so einen Vorgarten und damit, ja, das ist wie so ein Stechbeitel, Unkrautstecher. Ja, das ist echt irre, weil der ist so richtig lang, sieht aus wie ein Entenschnabel. Aber ich habe das letzte Mal, als ich Unkraut weggemacht habe, Tonnen von Wurzeln rausgemacht damit. Und das ist jetzt mal so richtig effektiv, weil das geht mal richtig runter. Und während man sonst nur rupft und nach einer Woche ist es wieder da, wird das Unkraut, es ist sehr effektiv. Und genau so wird auch das Unkraut zwischen den Pfingstrosen, weil das wächst natürlich genauso gut wie die Pfingstrosen. Und da wird es wirklich von Hand entfernt. Und diese Pfingstrosen bekommen also keine Chemie dann ab von dem her, also keine Herbizide. Und das ist im Video, wird es nochmal genau erklärt. Da gehen wir mal kurz nach Unterfranken und da wird es gezeigt. Hallo liebe Peonienfreunde und Pfingstrosenfans, willkommen zum nächsten Video von Don Peoni. Ja, wenn eure Peonien in 2-3 Wochen auch so aussehen wie hier und ausgetrieben sind, wie bei uns jetzt hier im Tunnel, und das erste Unkraut sich natürlich auch auf den Weg macht, aus der Erde zu sprießen, dann habt ihr die Möglichkeit, mit einem Stechbeutel ziemlich nah an die Pflanzen ranzugehen und dann sehr vorsichtig einfach das Beikraut anzulupfen und dann bestmöglichst mit Wurzel einfach rauszunehmen. Ihr müsst halt einfach aufpassen, dass ihr keine Pfingstrosentriebe erwischt, die einfach nur unter der Erde sind. Zusätzlich kann man da ein bisschen Geburtshilfe leisten, wenn man einfach merkt, dass die Erde sehr krustig ist und vielleicht unter dieser Kruste noch kleine Peonienpflanzen sind, dann einfach vorsichtig an der Seite mit dem Stechbeil rein, die Erde ein bisschen anheben. Ja, und dann kann man die Peonien schön freilegen, dass sie dann die Möglichkeit haben, einfach optimal und schnell in die Höhe zu gehen und eine schöne Blüte auszubilden. Also den Bestelllink hier für so einen netten Unkrautstecher, den blende ich euch auch nochmal ein. Das ist auch hochinteressant, weil er hat meine Unkrautentfernung revolutioniert. Und vielleicht wollt ihr ja auch zwischen euren Pfingstrosen so effektiv das Unkraut wegmachen. Ja, ich zeige euch heute einen Pfingstrosenstrauß, der auch mit anderen Blüten natürlich. Ich nehme
Ich nehme jetzt mal, oh, ich nehme die Königin dieser Vase, die nehme ich mal raus. Das sind also hier, oh, das sind also Pfingstrosen. Man sieht schon, die sind ganz toll reif, aber die sind sehr knospig. Die ersten Blätter heben ab. Man weiß dadurch, dass sie auf jeden Fall aufgehen. Ich habe ganz viel Laub abgemacht. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn die Pfingstrosen bei euch auf dem Postweg 2 bis 3 Tage unterwegs sind, dann kann es sein, dass das Laub sehr schlapp ist. Ihr müsst dieses Laub abmachen, auf jeden Fall. Ich sage es auch nochmal dazu. Falls ihr sagt, boah, ich will die mit knackigem Laub und ich hätte gern noch ein bisschen schönes Laub, dann müsst ihr sie per Express bestellen. Aber trotzdem würde ich nicht das ganze Laub dran lassen, ja, weil das ist immer schwierig für die Pflanze, ja, das Laub zu versorgen. Das Risiko ist einfach, dass das Laub schlapp wird. Und deswegen am besten, ja, wir machen 2 Drittel ab. Wenn die Blumen ankommen. Aber man muss also schon einiges abmachen. Ich habe hier ein bisschen, ja, ich habe ein paar Vorbereitungen getroffen. Es ist jetzt früh morgens. Ich bin tatsächlich 1,5 Stunden vor der Öffnungszeit jetzt extra in den Laden gekommen, um zum Drehen, weil abends ist das Licht nicht so schön und ich habe abends irgendwie auch so viel, ach, noch Buchhaltung und ich habe so viel zu Sachen zu liefern. Ich habe abends irgendwie keine Zeit und ich habe mir gedacht, okay, ich stehe jetzt früh auf, mach den Strauß morgens und zeige euch den morgens und mach das Video einfach dann um diese Uhrzeit. Früher Vogel fängt den Wurm. Ich habe also jetzt hier sehr schönes Schleierkraut für den Strauß. Dann habe ich 3 Germini. Das ist Germini und keine Gerbera. Germini ist die kleine Form der Gerbera. Die verwenden wir sehr, sehr gerne in den Sträußen. Ich kaufe sehr selten Gerbera. Das ist jetzt hier eine Ecuador-Rose. Das ist die Esperance. Dann habe ich Frauenmantel, auch Alchemilla genannt. Haben ja auch viele von euch im Garten. Ist auch eine wunderschöne Staude. Finde ich traumhaft schön. Dann habe ich noch eine Ecuador-Rose. Das ist die Crème de la Crème. Crème de la Crème ist wunderbar. Hätte man öfter gern im Leben. Ist eine traumhaft schöne Rose. Ich mache überall immer Blätter ab. Dann habe ich neben den Rosen habe ich auch noch für eine schöne Straußmitte Levkojen. Ja, die haben also diesen zarten Duft und diese fedrigen Blüten. Sind auch ganz frisch vom heimischen Gärtner. Dann habe ich Callas. Auch in dem Roséton passend, kleine Callas und habe noch Bartnelken, 3 schöne Bartnelken. Ich dachte, das wäre auch hübsch. Ich weiß, dass die Straußempfängerin, die liebt Eukalyptus. Und da habe ich auch wieder so eine Spezialität. Ich hab einen Eukalyptus, der mit diesen Früchten, das sind so Früchte, die man eigentlich auch an Weihnachten verwendet. Ja, die sind wie Holz, ja, wenn ich die hier auf die Platte klopfe, ja, die sind also knallhart und die gibt es an Weihnachten öfters, da werden die verwendet, ja, für Kränze. Und ich glaube, wenn uns jetzt hier welche abfallen von den Früchten, werde ich die auch mal in meine Weihnachtskiste machen. Und ich glaube, die bekommen ein zweites Leben an Weihnachten. So, dann möchte ich auf jeden Fall Eukalyptus natürlich dazu binden, Eukalyptus mit Blättern, einen schönen. Mein Plan ist, ich möchte einen schönen rund gebundenen Strauß machen mit einer erhabenen Mitte, mit den Levkojen. Und die Vorbereitung ist natürlich alles. Deswegen zupfe ich hier fleißig in meinem Grün und suche entsprechendes Grün. Damit ich diesen Strauß schön binden kann. Ich brauche noch ein bisschen zum Füllen. Man braucht immer Material zum Füllen und zum Spreizen von dem Strauß. Was ich immer sehr gut eignet, ist Efeu. Efeu ist toll. Im Moment gibt es natürlich sehr viel frische Austriebe. Wenn dieser frische Austrieb schlapp ist, dann müsst ihr einfach diese hellgrünen Spitzen rausschneiden und dann sind die dunkelgrünen Blätter, die können auch so gut versorgt werden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt endlich mal an, meinen Strauß zu binden. Aber es ist halt auch sehr, sehr viel Vorbereitung, was man immer so macht. So, ich nehme als Strauß Mitte meine Levkojen.
und mache ein Buschigras, ein Panicum Fontaine ist der lateinische Name. Mache ein Gras in die Mitte. Ich möchte also, dass es ganz luftig, wiesig wird und wirkt. Mal die Empfängerin von dem Strauß, die liebt wiesige Sträuße, die mag's ganz lässig. Also, und wenn auch im Grün noch so hängt, ich bin erst am Anfang von dem Strauß. Ich fange jetzt an und ja, also es muss nicht alles sofort sitzen. Und auch Grün ist manchmal etwas, ja, muss man etwas bändigen, sag ich mal so. Ja, wir kämpfen ab und zu. Es gibt schöneres Grün, es gibt weniger schönes Grün. Und wir müssen auch alles zurechtschneiden, entsprechend immer, dass die Verzweige, also dass wir die Stiele gut nutzen, das Schleierkraut teilen. Ich lege für den Strauß alle Blumen in der Spirale an. Das ist ganz wichtig. Warum die Spirale? Also es gibt ja so zwei im Grunde ganz wichtige Regeln. Zum einen alles in der Spirale anlegen und zum anderen ist kein Grün in der Bindestelle und unterhalb natürlich. Spirale ist sehr wichtig, dass keine Stiele gequetscht werden. Ich habe jetzt natürlich auch Stiele, die sehr weich sind, wie die von der Kalla. Dieser Stiel, wenn ich den jetzt gegen den anderen quetschen würde in einer anderen Richtung, dann würde ich die Kalla einfach abmurksen. Ja, und das wäre sehr kontraproduktiv, weil dann wäre sie einfach schlicht und ergreifend kaputt. Ja, also das ist schon mal das Wichtige, weil es gibt immer weiche Stiele. Es ist nicht jeder Stiel so fest wie ein Rosenstiel. Und das andere Thema, warum ich die Stiele in der Spirale anlege, ist auch, oder warum kein Grün, Entschuldigung, das ist das Thema Haltbarkeit. Grün macht natürlich das Wasser irgendwann auch schlecht und die Blumen würden, wenn ich jetzt Grün in der Bindestelle hätte und das Wasser schneller schlecht wird, dann würden schlicht und ergreifend die Blumen nicht so lang halten. Und deswegen muss die Bindestelle sauber sein. Das ist also so ein Basic. Und ja, dann gibt es noch eine Regel, also das soll ja nicht so einfach sein. Der Strauß soll festgebunden sein. Wenn ich den gebunden habe, das kann ich euch nachher mal zeigen, dann darf der auch nicht mehr ja, groß rumwackeln oder dass der sich auseinanderzieht, wenn ich den an bestimmten Stielen nehme, sondern ich muss den schon mal richtig festbinden. So. Der einzige Nachteil morgens ist wirklich, man guckt dann nur auf die Uhr, wann kommen die Mitarbeiterinnen. Ich brauche zum Videodrehen brauche ich morgens tatsächlich einfach oder überhaupt, ich brauche zum Videodrehen Ruhe, weil die Kollegin hat gesagt, ach, kannst du nicht das Video drehen, wenn ich hier bin? Dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Ja, es ist am besten, es ist hier keiner. Ich habe hier freie Bahn und ich muss mich nicht mit jemandem hier. Ja, es gab noch kein Telefon, also noch ist es wirklich still, ruht der See. Das ist auch super so, weil ich brauche da so eine schöpferische Ruhe und das kann ich tatsächlich am besten, wenn hier keiner da ist und wenn ich in Ruhe eigentlich einfach ja, reden kann, was ich will und ja, und ich durch nichts abgelenkt werde und da ist es mir auch. Da stehe ich auch gerne ein bisschen früher dafür auf, für diese Ruhe. Und ja, und das, was ich dann ja in der Tat noch abends machen muss, das Schleierkraut hängt immer so schön zusammen. Ich muss es immer erstmal auseinanderzuppeln. So, was ich in der Tat dann abends auch mache, sehr oft ist, dass ich am Schreibtisch noch meine Videos schneide. Das ist auch eine Arbeit. Also ich brauche schon pro Video locker 4-5 Stunden.
etwa. Und das ist also nicht nur das Drehen, sondern ich mache mir sehr viel Mühe, dass ich noch ein bisschen Musik und dass ich noch mal was zeige, auch von Don Peoni noch ein tolles Video mit reinnehme. Also es sind viele, viele Schritte. Es ist nicht nur, wie wenn man Strauß bindet, viel Vorbereitung, auch Videos zu publizieren ist tatsächlich, es sind noch viele Schritte, aber euer ganzes Feedback und das ganze Leben auf dem Kanal und ja, was es auch die vielen lieben Kunden, die dadurch im Laufe der Zeit hier reinkamen, das macht mir tatsächlich auch wert, diesen zeitlichen Aufwand zu betreiben. Und selbst wenn ich auch mal im Urlaub bin, dann fragen manche, Margit, ist alles okay? Und wenn es mal kein Video gibt, dann werde ich tatsächlich schon gefragt, ob alles in Ordnung ist. Also ihr seid echt süß. Und dann, ja, und deswegen macht es schon, es ist schon wirklich ein eigener, mein Mann sagt immer, dein Fanclub. Ja, es ist wirklich eine eigene Community, die wir hier haben. Und es macht total Spaß mit euch. Das ist echt sensationell. Ja, so, also ich nähere mich jetzt mal so langsam dem Ende. Habe also diesen Strauß jetzt rundum schön gebunden. Habe die Pfingstrosen, so genau, gerade dass ich es noch sage, die Pfingstrosen müssen natürlich sehr zentral rein. Die Pfingstrosen sind jetzt hier, gehören zu den edelsten Blumen. Und die müssen auf jeden Fall im Strauß schön hoch drin sein. Ja, hier sieht man es auch. Und das jetzt also soll ein luftiger, ein lässiger Strauß sein, so wie es die Empfängerin liebt. Ich habe ihn extra mit Eukalyptus gebunden, also ein wiesiger Strauß. Und da werde ich jetzt auch, optional könnte ich natürlich immer mit Aralienblättern arbeiten, aber da werde ich jetzt nicht so einen festen Abschluss machen, obwohl, nee, ich glaube nicht. Ich belasse es bei Eukalyptus und lass den diesen lässigen Charakter, weil das eben so ja, modern und im Moment auch bei vielen Sträußen sehr gefragt ist. Es ist so eine Trendsache und deswegen werde ich auch diesen Strauß wirklich so belassen. Ich drehe euch den nochmal, ich zeige euch den nochmal und ich denke, wenn die Pfingstrosen aufgehen, dann wird er noch viel leuchtender, noch sind sie geschlossen. Ich finde es schön, dass er die hellen Akzente hat, diese farbigen, weil das macht ihn freundlicher. Und ich weiß übrigens, dass die Empfängerin auch Pfingstrosen pflanzen von Don Peoni. Ja, da kommt jetzt wieder, kommen wieder die schönen Artikel ins Spiel. Die Pfingstrosen pflanzen, die hat sie auch im Garten. Und da wartet sie natürlich sehnlichst darauf, dass die jetzt rauskommen und dass die blühen. Und damit sie jetzt noch eine Freude hat einstweilen, gibt es jetzt heute zum Hochzeitstag diesen schönen Strauß mit den Pfingstrosen, ja, fast passend zu ihren Pflanzen. Nein, Pflanzen hat sie andere noch im Garten, da hat sie tatsächlich die Command Performance, das weiß ich, das ist also hier so eine rote, gefüllte, tolle Pfingstrose. Und also sie hat mehrere so in Gruppen gepflanzt und ich werde da auch mal hinfahren. Ich muss mal gucken, wie die alle rauskommen. Und wenn ihr überlegt, ob ihr euch auch Pflanzen in den Garten setzt von Don Peoni, könnt ihr ja auch mal zum Test eure Lieblingssorte bestellen. Guckt die mal an im Schnitt und dann könnt ihr ja zu späterem Zeitpunkt sagen, oh, die hätte ich gern jedes Jahr. Ja, die setze ich mir dann in den Garten. Und zu guter Letzt, es gibt ja auch 5% Fanrabatt bei Don Peoni für meine YouTube-Follower. Und da könnt ihr dann mit 5% Rabatt, Rabattcode Margit, könnt ihr dann bestellen. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit eurem Pfingstrosentraum und den ihr euch dann erfüllt. Könnt auch Gräser von der Wiese dazu holen, schöne. Wichtig ist immer, dass es alles gut angeschnitten wird. Ich schneide es mit der Schere an. Ich nehme jetzt noch ein richtig scharfes Messer, schneide es dann, macht alle Stiele schräg. Alle, ganz wichtig, dass die gut Wasser bekommen. Und ich habe auch gestern einer Kundin Rosen, richtig schöne Ecuador-Rosen geliefert. Die waren perfekt. Und es ist auch nicht nur die Qualität der Blume, es ist tatsächlich die Versorgung. Weil, was hat die gemacht? Die hat Rosen genommen, hat dann so viel Wasser in die Vase. Und diese Ecuador-Rosen, die waren nach 4 Stunden schlapp. Und ich bin dann zufällig nochmal dorthin gekommen, habe sofort die Vase genommen und habe auch gesagt,
Es tut mir in der Seele weh. Und dann habe ich auch gesagt, ihr müsst die richtig gut mit Wasser versorgen. Und das gilt für Rosen, für Pfingstrosen, für ganz viele Blumen. Also die brauchen einen guten Anschnitt. Mit der Schere einen schrägen Anschnitt. Macht viel Wasser in die Vase. Und wenn ihr die per Post bekommt und das Laub ist schlapp, viel Laub abmachen, lauwarmes Wasser in die Vase stellen. Wartet erstmal ab. Aber man muss wirklich die Blumen und Pflanzen auch gut versorgen, damit man auch lang Freude daran hat. Und das gehört genauso dazu. Und leider ist es auch dann ab und zu, wenn es eben nicht klappt, ist es leider Unkenntnis und falsche Handhabung. Und das ist genauso auch, dass die Pfingstrosen, die jetzt als Pflanze, wenn man die hat, dann darf man die auch nicht zu tief pflanzen. Das ist auch ein häufiger Fehler. Ist auch immer ganz interessant. Ich sage so Sachen ganz gern dazu, weil die Kunden fragen mich das. Sage ich, okay. Und deswegen erzähle ich das im Video auch noch. Also es ist, macht euch schlau, wenn ihr so schöne Sachen kauft, macht euch schlau und pflegt die auch richtig. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja, weil das ist so schade, so tolle Qualität zu bekommen und das nur mit falscher Handhabung dann, ja, dass es dann nicht perfekt ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende und schicke euch saisonale Pfingstrosengrüße und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ihr könnt es auch mal nachmachen, sowas. Und ja, sag einfach bis bald, abonniert mich, kommentiert, ihr dürft gern Anregungen, Wünsche nennen. Schreibt mir einfach, ich freue mich über alles Leben in meinem Kanal. Alles Liebe und bis ganz bald von eurer Margit. Tschüss! 1 kleinen Zusatz habe ich ja doch noch. Ich stehe hier so inmitten der Pfingstrosen und da das Video natürlich am Samstagmorgen rauskommt, wünsche ich euch wunderschöne Pfingsttage. Also ich habe noch ein bisschen was zu wuppen und morgen wollen wir noch ganz viele Kunden beglücken, die eingeladen sind, die an Pfingsten auch so schöne Sträuße und Pfingstrosen wollen. Und was ich euch auch gar nicht verschweigen wollte, ich wollte euch mal zeigen, wie schön so eine Pfingstrose aufgeht. Und guckt mal den Größenvergleich zu meinem Gesicht. Das ist doch der absolute Knaller, oder? Ja, in diesem Sinne, schöne Pfingsten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao!